Stell dir vor, du bist alleine zu Hause. Du bist einem spannenden Geheimnis auf der Spur. Sie liebte es, alles zu verstecken. Und keiner glaubt dir. Alfred Hitchcock für Kids. Gruselige Filme sind auch cool und für Kinder und alles. Es ist ein Film, dessen Held ein Kind ist. Gruselig, emotional und sehr, sehr spannend. Achtung, sie kommen! Es sind verdammt viele! Sie hatten ein Mädchen gefangen. Lasst das Mädchen frei oder ich mache euch fertig. Na, was ist? Eine Familie bezieht das Haus des Onkels, der seinerseits in ein Altenheim geht. Und für die Familie ist das ein gefundenes Fressen, weil die sich damit vergrößern wollen und auch Geld sparen und so weiter. Und die Kinder sind jetzt erstmal allein in diesem alten Haus, weil die Eltern fahren weg. Endlich! Freiheit! Dieser kleine Viktor, bei dem ist dann so der Entdecker- und der Abenteurergeist geweckt. Und der läuft dann eben durch dieses große, dunkle Haus mit großen Augen und kommt dann nach und nach einem ganz bestimmten Rätsel auf die Spur. Die Tür von Onkels Zimmer war offen und auf dem Boden lag Dreck von Schuhen oder so. Papa hat dir doch gesagt, dass du dem Zimmer nichts verloren hast. Ich koche echt nie wieder für euch. Kann ich das schriftlich haben? Ein richtig großes Geheimnis. Und er versucht das halt mit Hilfe dieses Tagebuchs zu lösen. Und dann dieses Tagebuch führt ihn immer in so Ecken, dieser Keller, dann gibt es ja einen Luftschacht. Ne? Stell dir vor, du erlebst ein Abenteuer und stell dir vor, es ist bei dir zu Hause. Ein Zuhause mit sehr komischen Nachbarn. Was machst du hier unten? Die seltsame Frau Debisch verdächtigt Viktor von Anfang an. Viktor, der natürlich nur denkt, das ist die böse Frau, der hat sie ja angetan und sie beobachtet ihn natürlich auch auf Schritt und Tritt. Man weiß, wie nett die ist und wie ruhig. Und dann geht die Kamera an und man schaut auf den Monitor und man sieht diese bösen Augen und läuft einem kalt den Rücken runter. Was machst du denn hier? Gudrun Ritter, die Frau Debisch spielt, ist übrigens total nett. Wodurch erschreckt er denn? Weil er dich sieht. Ach, er sieht mich. Ach, er sieht mich. Und erschreckt das? Ja. Das kennt man als Kind, dass man einfach vor Leuten wahnsinnig Angst gehabt hat und aber gar nicht wusste, was da dahinter steckt. Ob es irgendeine Nachbarin war oder irgendein komischer Typ, den man immer wieder auf dem Schulweg gesehen hat und so. Was man da irgendwie reinfantasiert hat. Und das hat ja ganz viel so mit Ängsten vor dem Leben zu tun. Und der kleine Viktor in unserer Geschichte, der hat im Grunde genommen Angst so vor draußen und vor der Welt draußen. Außerdem gibt's im Haus ganz viel zu entdecken. Ein echter Abenteuerspielplatz für Viktor. Dieser Onkel hatte mit Afrika zu tun. Ja, du siehst überall irgendwelche fremdartigen Masken. Du siehst Köpfe ausgestopfter Tiere, die Decken sind ganz hoch, es ist dunkel, es riecht muffig, moderig. Es gibt Szenen, die spielen im Keller unten in dunklen Löchern. Dieses Gefühl von alles ist so ein bisschen größer, ein bisschen märchenhafter, ein bisschen dunkler und geheimnisvoller, als es dann eigentlich in der Realität ist. Das war natürlich ein Aspekt, den dieses Haus sozusagen erfüllen musste. Also dieses Haus hier in Bad Homburg ist ein echter Glücksgriff. Es ist eine riesige Villa mit 40 Zimmern, die alle leer standen. Also das ganze Ding war hier komplett leer, das ist alles gebaut, alles eingerichtet. Die Einrichtung ist natürlich richtig stark, die ist wirklich richtig toll. Das Haus der Krokodile gab es übrigens schon vor langer Zeit. Große Freude, als ich die Anfrage kriegte, ob ich im Haus der Krokodile mitmachen möchte. Mir sagte der Titel sofort was. In einem Spontanreflex habe ich mich fast wieder eingenässt, weil das war meine Reaktion damals, als ich 9 war und Mitte der 70er Jahre das Haus der Krokodile mit Tommy Orner verfilmt, nach dem Roman von dem Balou, damals im Fernsehen sah. Haus der Krokodile ist eine Serie gewesen, die Generation von uns, den Erwachsenen, bis heute geprägt hat. Das war für mich wie Quentin Tarantino für Kinder.
Die Dreharbeiten entwickelten sich zum spannenden Abenteuer für Schauspieler und Team. Also so Krokodile schnell. Sind wahnsinnig schnell, genau, und machen aber ganz lange nichts und dann auf einmal machen sie ganz schnelle, krasse Reaktionen. Ich war froh, dass ich Abstand hatte von den Krokodilen. Ich dachte auch erstmal, bin ich davon ausgegangen, dass sie ziemlich klein sind. Dabei waren die dann doch schon ganz schön groß. Babykrokodile, so groß. Bei den Dreharbeiten mit den Krokodilen hatte Vjesna ein bisschen Angst um ihren Bruder Christo. Die Geschwister im Film sind nämlich auch im echten Leben Geschwister. Also es ist sowieso toll, mit meinen Geschwistern zu drehen, ob es jetzt meine Schwester ist oder mein Bruder. Wenn meine Geschwister dabei sind, ist es so witzig, weil man muss dann manchmal lachen, wenn einer einen Fehler macht oder so. Und dann lachen wirklich alle und wirklich, ja okay, nochmal auf Anfang und so. Und klappt. Bitte! Ja, lieber Onkel. Zu deinem 19. Geburtstag. Der letzte Tanz begann. Ich wollte gehen. Da sah ich dich so schön alleine stehen. Danke. Aus. Gut. Und bitte. Also ich war im Keller, im Wasser und dann greife ich so rein und will den Spiegel rausholen und dann sind da die Spinnen und das ist ganz eklig. Man darf sich als Kind das erste Mal im Kino richtig gruseln. Man erinnert sich selber, wie man war als Kind, wenn man durch den dunklen Wald gegangen ist und wie stolz man aber auch war, wenn man das durchgestanden hatte. Genauso stolz ist Viktor am Ende seines Abenteuers. Weil er sich dem Problem stellen, weil er Mut hat. Es ist einfach auch ein richtig atmosphärischer, toller Abenteuerfilm.